3, 2, 1. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der BeatSpeed Robot Fights Kurzprofi. Heute mit allen aus dem Team BeatSpeed. Und wir haben so ein bisschen Oldschool-Gefühle, denn heute haben wir uns gedacht, machen wir mal wieder eine Folge, die wir irgendwann schon mal hatten. Aber mittlerweile haben wir ja ein anderes technisches Wissen, beziehungsweise die Jungs haben mittlerweile sehr viel gebaut. Und wir hatten mal so eine Grundkonstruktion hier bestehend aus 10x10 Feldern. Ich glaube, das sind 10x10, oder? War das 10x10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, das sind 9. Ernsthaft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, nice. Ich hoffe, da hat sich keiner abgespeichert, beziehungsweise die Leute zählen. Ja, jeder darf ja neu bauen. Na? Moment, warte, ich habe das Ding genau jetzt übernommen. Was hätte ich nicht nehmen? Darf ich das nicht nehmen? 1, 2, 3, du wolltest doch eh verändern, oder nicht? 7, 8, 9, 10. Also, Christian da hat, hat nur 9. Ja, zähl da besser mal nach, ob da 10 mal 10 sind. Auf jeden Fall 10 mal 10 Grundfläche. Bei mir hat er 10, Christian, das war vorher. Ja, ich habe auch gerade eine Reihe dran gebaut. Ach so. Also 10 mal 10 die Grundfläche, 8, das ist schon Wahnsinn. Lol, Alter. Das eine hat 9, die eine Seite 10. Eben, das ist mir auch gerade aufgefallen. 10x10 und 20 Felder ist es hoch mit der Grundplatte. Also Grundplatte plus 19 ist 20. Und dann nehmen wir wieder als Abnahme. Bei der Abnahme darf kein Reifen, also dürfen die Reifen hier rüber stehen, aber sonst nichts anderes. Und bei der Abnahme muss es dann auch so hoch sein. Ich glaube, das haben wir neu festgelegt. Es gab sehr krasse Diskussionen. Ich hätte gedacht, es geht ein bisschen schneller, aber es gab schon Diskussionen, was hier erlaubt ist und was nicht. Naja, es gab Diskussionen darum, dass man die ganze Zeit. Ja, fang nicht wieder von vorne an. Ich habe doch gar nicht mitdiskutiert. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Egal. 30 Minuten Bauzeit. Ihr wisst schon, was ihr zu tun habt und was nicht. Und die beginnen in 3, 2, 1, jetzt. Die müssen dann so hoch sein. Ich weiß aber, danach ist egal, was passiert. Also nach der Abnahme. Irgendwie so. Derweil haben wir heute eine kleine Aufgabe. Falls ihr euch erinnern könnt, hing da im Baum ein ehemaliges Fahrzeug. Und ich glaube, das hat Frame-Probleme hervorgerufen. Das Ding ist nur, ich habe gerade dieses Fahrzeug aus dem Baum geholt. Und hab's geschafft, dass den Helikopter oder das Raumschiff oder whatever ihr dazu sagen wollt, da oben genau zu platzieren. Jetzt habe ich das gleiche nochmal vor. So, wir nehmen jetzt den Flieger, um den anderen Flieger da rauszuholen. Das ist ja wohl kein Problem. Oh. Holy moly, was ist denn jetzt passiert? Oh. So, jetzt müssen wir schnell sein. Grab it like you mean it! Jawohl. So, der Baum ist wieder frei. Fangen wir mal wieder, wie immer, bei Dennis an. Der sollte ja jetzt irgendwas schon gebaut haben. Da, schält sich wie eine Banane. Zack. Ja. Schält sich wie eine Banane. Geht er auch wieder zu? Geht auch wieder zu. Nice. So, einmal zählen. Dürften jetzt 10x10 sein, wa? Maximal. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Auf einer Seite sind 10, ja. 7, 8. Und die sind 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ja, okay. Sehr ja, gut. So, dann bin ich nämlich in die Breite bin ich nämlich jetzt noch ein zu wenig. Das ist gut. Aua. Aua. Aua, aua. Kopfschmerzen. Sorry, aber keine Absicht. Ich habe keinen Helm. Ich habe keinen Helm an. Das ist eigentlich. Das ist halt arbeitstechnisch nicht so gut. So, 24 Minuten noch. Jetzt musst du nur noch fahren können. Irgendwann. Da kommen wir gleich zu. Okay. Erstmal so weit. Ja, ich reite mal mit St. Martin in den Sonnenuntergang. Bis später. Bis später. Was macht denn dieser St. Martin-Bauer da?
Okay, Bram will auseinanderklappen, nachdem da die Abnahme passiert ist. Ist ja völlig legitim. Und ich denke, die anderen werden das nicht anders machen. Okay, das sieht irgendwie beeindruckend aus, als wäre das so ein Trickwürfel. Das ist auch gut so, ey. Aber wie kannst du kannst doch da niemals außen Reifen dran machen. Klar! Ja, aber pass auf, wenn du jetzt hier einen Reifen dran machst, theoretisch, ja. Ja? Also an dem Block. Aber dann mal. Ja. Und du fährst halt ein. Wo verschwindet denn der Reifen hin? Ey, das sind Probleme, darum muss sich Zukunft kümmern, ja? Also. Okay. Also. Das ist jetzt nicht mein Problem. Ja, gut. Ah, das sieht geil aus. Also, das sieht aus wie dieser Würfel, den wir mal auseinandernehmen mussten. Und wenn du einen bestimmten Knopf drückst, dann, dann geht er so auseinander. Das ist ganz cool. Ich muss mal eben gucken. Ich brauche jetzt 10 auf jeden Fall, ne? Das heißt, eine Reihe fehlt mir noch. Ja, gut, wenn du drunter bist, ist es jetzt auch nicht so tragisch. Drunter ist nicht schlimm? Nö. Du darfst ja nicht drüber ragen, das war's ja. Also nur die Reifen dürfen ja drüber ragen. So war es ja sogar. Ja, aber du musst es ja 10x20 sein, oder nicht? Ja, nee, das waren ja so Min-Max-Dinger. Warte mal. Hab meinen Stuhl nicht festgestellt. Also, guck mal, ich kann ja jetzt... Wenn du es schaffst, dein ganzes Fahrzeug auf 3x3 zu bauen, ist das auch schön. Mit 20 Feldern hoch. Aber muss dann 20 Felder hoch sein, ne? Ja. Okay. Ich habe jetzt hier das Ding an der Seite. Ah, jetzt bin ich ja 10 breit. So. Jetzt bist du nicht 10 breit. Ja? Guck mal. Ja. Jetzt bist du 10 breit. Aber du hast recht, die Doppelreifen sind da ein bisschen das Problem. Du hast noch 21 Minuten Zeit, da alles zu fixen. Kein Problem. Alle Zeit der Welt. Ja. Ich sehe auf jeden Fall die Problematik mit den Reifen. Sheet. Ich gehe mal bei Jay gucken, weil der da so. Ja, mal gucken, ob ich das bis zum nächsten Mal gefixt bekomme, Christian. Ja, Christian. Bis gleich. Finde ich aber ganz schön, muss ich sagen. So, hey, ich kann halt ein- und ausfahren. Reifen? Vor allen Dingen, wie fährst du denn damit? Uiuiui, Sepp, ey, da sind aber noch Problemchen, ey. Mal gucken, was Jonathan baut. Der hat sehr aufgehorcht und nachgefragt, als es darum ging, dass nach der Abnahme alles scheißegal ist. Deswegen, heute könnten wir einige Transformationen sehen. Was wird das denn? Interesting. Ist das Glas? Es ist klar. Sei Jonathan, Bus bauen, oder was? Klar, Mann. Hä? Hey, ich will ja wenigstens ein bisschen schöne Fenster haben. Ja, scheiße sonst aus. Wenn ich, was wird denn das, wenn der Tag vorbei ist? Weiß ich noch nicht. Ich mach einfach jetzt nur Fenster hin, damit man mich... Ich bin ja gläserne Jay heute. Wie zur Hölle willst du... Oh mein Gott, du willst das Ding auf die Schnauze stellen? Achso, ja, hier, warte. Ja, ich habe mir gedacht. Dann drücke ich einfach die 9 und dann macht er so. Und dann bin ich fertig. Das ist ja Genius, das ist ja die einfachste Nummer, die ich hier... Oh mein Gott, hab ich gar nicht das ist doch den Regeln entsprechend, oder habe ich das falsch verstanden? Ich hab das so verstanden, dass ich einfach nur die Reifen dürfen überlappen. Das ist ja echt Genius. Hä, wieso macht man sich denn da so viel... ist alles gut. Oh mein Gott. Da muss ich doch da gar nicht so viel Gedanken drum machen. Ich weiß. Weiß ich auch nicht. Also, weil. Hä? Ja, was? Warte, ich weiß nur nicht, hatte Sepp gefragt. Ich weiß nicht, wie ihr danach diskutiert habt. Ist das ein umgefallenes Fahren? Weißt du, was ich meine? Ja, aber das dürfen wir doch.
Echt? Es wurde doch gesagt, dass wir es dürfen. Das haben wir doch danach noch gesagt. Darauf baue ich jetzt natürlich auf. Ey, ich will nur die Diskussion daher vermeiden. Ja, aber hä, das habe ich jetzt so verstanden. Okay. Alter, boah, ich hatte jetzt gerade schon echt... Alter, Christian, du hast mir echt einen Schock gerade zugesetzt. Ich hab nur im Kopf gehabt, so von wegen, ja, nee, aber nicht hier umgefallen rumfahren. So, und danach hat mein Hirn einfach abgeschaltet, danach ging eine sehr lange Diskussion ich hab mir gesagt, ich hab auch einfach gar nicht mehr zugehört bei der Diskussion. Ich hab einfach nur irgendwann gesagt, so, ja, okay, was darf ich jetzt machen? Ja, genau. So ungefähr war das. Ja, ich verstehe das schon. Dann ist das ja Genius, Alter. Also die anderen... Ich sag mal, ich war bei anderen Leuten, die sind da etwas komplizierter rangegangen. Deswegen habe ich mir halt gedacht, so, okay. Yes. Nice. Ja, cool. Dann die Hälfte ist gleich rum. Ich gehe mal bei Peter noch gucken. Oh, jetzt, ja, okay. Ich gehe mal bei Peter noch gucken, wie der das gelöst hat. Mach mal. Ja, schön. Also, ich hätte jetzt ungern gesagt, Jay, du hast jetzt noch 16 Minuten, den Scheiß neu zu bauen. Dann ist ja alles tibi-tobi. Da werden dann immer jedes Mal Fälle konstruiert, wo man sich dann denkt, das kommt sowieso nicht zustande. Weißt du, wenn der Meteorit von da in dem Winkel darauf trifft, so nach dem Motto, ne, dann kommt das aber alles hier nicht mehr hin. Okay, Peter hat genau das Gleiche gemacht. Da darf ich dem natürlich jetzt nicht sagen. Aber deswegen hat Peter auch direkt gesagt, ja, dürfen wir. Nein. Okay, ja, wir lassen uns mal nichts anmerken. Peter, Halbzeit. Christian. Wieso habe ich W geschrieben? Egal, bin verwirrt. Was hast du denn Schönes gemacht? Ja, aha. Also, na gut, dass du gefallen nochmal im Chat geschrieben hast. Der Plan ist schon, umgefallen zu fahren. Ich habe mir erstmal eine Karkasse gebaut. Oder ein wie nennt man das denn? Also Chassis? Ja. Nee. So ein Umfeld, damit ich weiß, wie breit ich da bauen darf. Deswegen, ja. Du erkennst quasi noch, wo ich meine dreidimensionale Box hatte da. Ja. Und dann habe ich angefangen, die umzubauen. Weil ich habe immer hin und her überlegt, aber so ein hoher, also das Gewicht oben zu haben, ist nie gut. Ist immer besser. Wieso hast du da oben so ein Blöckchen freigelassen, jetzt bei deinen Vorderreifen? Hat das einen Grund? Ach, damit du lenken kannst. Oh mein Gott, ja, okay. Also theoretisch ist ja Moment, nicht notwendig. Theoretisch kannst du auch so nehmen. Nee, genau, aber ich würde halt eher das obere abbauen als das untere. Das obere ist noch nur so als Hinweis, da darfst du nicht drüber hinwegbauen. Ah, okay. Also kann gut sein, dass das obere nachher einfach komplett wegkommt. Ja, das ist aber auch eine interessante Herangehensweise. Also habe ich so noch nicht gesehen. Quasi so einen Würfel zu bauen, in dem man sich bewegen darf und da drin darfst du alles machen und außerhalb nicht. Ist vielleicht ganz clever. Ja, damit ich halt nicht in, ne, in unglückliche Situationen komme nachher. Ist sehr interessant, muss ich sagen. Also, obwohl wir das schon mal hatten, ich weiß halt nicht, ob es damals genauso war, aber ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich 4 Methoden gesehen, die unterschiedlich daran gegangen sind. Das ist krass. Ist ja crazy. Ja, das kommt nicht häufig vor. Manchmal hast du so 2-3 Leute, die echt den gleichen Gedanken haben. Finde ich nice. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ja, finde ich auch. Hat auch noch 13 Minuten Zeit. Also ein bisschen ist noch. Da irgendwas dran zu machen. Ich fahre mal bei Bram gucken. Jo. Was ist denn jetzt hier passiert? Okay. So, sind Sie fahrtechnisch zufrieden? Glaube ich kann. Die Räder durften nicht drüber gucken. Das ist richtig. So. Jetzt hier anschließen. Das wollen wir nur noch lenken. Ja, du lenkst aktuell ja logischer, also ne, außen. Aber dadurch, dass du so eine Spannweite hast, hast du natürlich auch Wendekreis von huiuiui. Aber wobei geht eigentlich? Kannst du fast. So. Hä, wieso? Ach, der muss das einfahren für die Abnahme, ansonsten hängt das wahrscheinlich drüber. Ja, okay. So, und jetzt kann der Brammi hier mitlenken. Alles klar. Ist aber auch noch sehr breit. Kriegt er schon hin. Also, du hast noch knapp, also etwas über 7 Minuten dazu fixen. Kriegst du hin. Ich geh mal bei Sepp gucken.
Ja, hatte noch größere Probleme. Was ist denn das hier? Sieht aus wie moderner Minimalismus. Was ist denn da passiert? Ja, ja, ja. Das ist ja echt Mini-Mini-Würstchenkette. Ja, ja, also es funktioniert jetzt soweit. Warte mal. Ist ja krass. Also ich kann jetzt... Noch höher? Ja, ich muss noch höher. Da bin ich gerade an dem Problem, arbeite ich gerade. Also soweit funktioniert es. Das ist schon ganz cool. Wie ist denn das so mit den Schubdüsen, ne? 4 Stück dürfen wir haben. Ja. Der Rest war so Standard. Du kannst sogar Pistons machen, die dich nach oben schieben, solange die... Ah, wobei, ja, dann hängen die wahrscheinlich in Leuten drin. Nee, mach mal lieber nicht. Nee, lieber nicht. Lieber keine... Das ist ja... Man soll ja auch so bauen und nicht irgendwie Pistons da das machen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich muss nochmal meinen Sitz entfernen und den... Jetzt fliegt mir hier alles auseinander, aber peng. Wie habe ich den denn da rüber gesetzt bekommen? So, 10, wie viel muss ich noch? 20, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ich glaube 2 noch. Oh, scheiße. 14, 16, 18, ja, 2. 2 musst du noch hoch. Krieg ich das dann irgendwie weggeklappt? Oh, das kann ich auch wegklappen, ne? Ja. Weil so ist ja mega dumm. Ja. Wobei, das könnte man als Rambock nehmen hier so. Ja, aber so fährst du ja nicht. Also ich fahr schon so eingefahren mit dem Sitz. Achso. Ja, aber dann bist du bei der Abnahme irgendwie wahrscheinlich zu breit und du hast auch nur noch etwas über 3 Minuten Zeit, das hinzukriegen. Oh shit, echt? Das ist so tricky. Aber du schaffst das schon. Ich schaff das schon, ich glaub da auch an mich. Ganz fest. Bis gleich. Glaube ich auch. Ja, deswegen, also Sebastian, also das Ding erinnert mich wirklich an so einen Rubik's Cube, weil der halt irgendwie alles drehen und ausfahren kann und so ein Kram, aber sehr kompliziert, interessante Herangehensweise, hat dadurch natürlich zu wenig Zeit, also der ist so bei den Funktionen wie fahren und ausfahren. So, das ist ganz nice. Das ist so wie technischer Schnickschnack, hätte ich jetzt gesagt. Peter und Jason da sehr viel funktionaler unterwegs, aber ich glaube auch, weil da ein bisschen... Okay. Was ist das denn jetzt geworden? 2 Minuten sind es noch? Hallo! 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 Da ist die Zeit vorbei. Dann kommen wir heute zur heutigen Fahrzeugpräsentation. Wir hatten recht... unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, ich würde mal bei Bram anfangen. Oha! Warte. Ja, das können wir jetzt. Show me your Fahrzeug. Ich teste das einfach mal für die Höhe. Okay. Haben wir einen Gegner da nicht mehr? Ja, das macht nichts. Oi! Oh mein Gott. Guck mal, fährt sogar nochmal ein, wenn du... Oh. Ich finde schön, dass es halt eine richtige Box ist. Ich habe mich nachher dann davon entfernt, tatsächlich. Also ich habe auch damit angefangen, aber habe mich dann davon entfernt. Täuschen, Peter. Oh, ist aber auch tricky, hoch. Ne? Finde ich, kann ich verstehen. Einfach unnötig. Mein Auto ist einfach kleiner. Ja, genau, meinst du mich auch. Das ist 21 hoch. Na, wobei. Du musst eine Reihe. 21 hoch. Nee, ich will gar nicht wissen, wie das aussieht. 3, 4, 5, 6. Ja, war nur Spaß, 20. Du musst deine Reifen leider abmachen. Ich hab das so oft gezählt. Ich hab's gesehen. nee, das passt schon. Ich hab das aus anderen Perspektiven gezählt und so. Ich hab gesagt, du darfst auf keinen Fall kleiner oder größer. Ja, das bin ich. Ja. Ende. Das ist geil. Das ja, okay, da bin ich gespannt. Steh's einfach gleich. Ja, finde ich gut. Anderen Ansatz hatte zum Beispiel Sebastian. Also da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, was daraus geworden ist. Also ich hätte gerne noch 2 Minuten mehr Zeit gehabt, dann wäre es, glaube ich, perfekt geworden, aber... Also das war abgefahren. Also das kommt auf jeden Fall hin. Warte mal. Was ist das denn? What the fuck? Du musst als allererstes, ich weiß nicht wieso, obwohl du gar nicht so natürlich nur an Jenga denken. Ja, vielleicht. Das wackelt ein bisschen der Turm. Alter, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ich habe jetzt aber wirklich gedacht, das sind 19. Also das mache ich einfach noch. Ich bin oben nicht ganz hingekommen zum Zählen. Vielleicht habe ich mir auch verzählt. Jetzt 19. Also ich habe nochmal nachgezählt.
Ja, geil, mache ich noch eine Reihe drauf. Mega. Echt? Das geht ja. Dann, das, dann kommt, cool. Das kommt mir mega gelegen. Also dieses Ding da oben, das habe ich in 3 Sekunden hingerotzt, damit ich fertig werde. Ich zähle 21 jetzt. Einfach was? Ich zähle auch 21. Na, machen wir die Reihe wieder weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bis zu diesem Zählkommission. Wieso kann ich mein Leben nicht noch? 13, 14, 15, 20. Ja, ich komme auf 20 jetzt. 18, 19, 20. Wir müssen 20 die ganze Zeit. Also, wir haben jetzt 5-mal gezählt und haben 3 unterschiedliche Ergebnisse gehabt. Jetzt 2 unterschiedliche gewählt. Das alle zählen 20 bis auf dir. 3, 4, 5, 6. Also es ist nicht so leicht zu zählen, vielleicht wegen dem Knick. Vielleicht wegen dem Knick, ja. Ja, genau. Ja, 20, sag ich doch. Nice. Was? Sehr gut. Das fand ich aber sehr interessant. Okay, du hast oben jetzt noch sehr viel dran gemacht. Du hast 9x9. Ja, musste ich ja. Beziehungsweise, ich hatte eigentlich noch was Geileres geplant. Das muss nicht so breit. Das ist jetzt total useless geworden, leider. Aber sehen wir ja gleich. Okay. Gut, dann. Also, bei Jonathan musste ich ein bisschen lachen, muss ich sagen. Den Ansatz, das fand ich einfach mega geil. Der hat einfach einen riesen Pimmel gemacht. Der hat einfach einen Bus gebaut. Oh, nice! Das ist ja das cool. Fand ich mega gut. Also, der sieht voll gut aus. Kannst du auch die Tür an der Seite aufmachen? Oh mein Gott. Da ist ja noch... Also, nee, ich guck mir gerade mal mit dem Tool an, was da noch so drin und dran ist. Da ist noch ein bisschen was dazugekommen. Krass. Schlecht, ja, nicht schlecht. Ich bin Gläsern, ihr seht meine Eingeweide, ihr seht beide Scharniere, ihr seht alles. Ja, sehr schön. Ich finde das ist aber auch so macht einen glücklich, ne? So Sonnenstrahlen machen ja auch Vitamin D. Oh mein Gott, was sehen, ja? Christian hat halt gelacht, wie ich mich aufstelle, ist halt. Wow, der Arm, wow. Ja, okay, ist auch okay. Möchte kurz anmerken, also Jay, das ist halt so ist meine stressige Sache. Du sitzt als Fahrer hinter einer Säule. Ja, das ging anders nicht mehr. Das ist wie beim U-Boot. Scheiße, kann mich mal kurz einer hier retten? Mach doch die Tür auf, oder geht das nicht? Willkommen im neuesten Zoo. Hier sehen Sie einen. Hilfe. Danke. Ich finde das faszinierend, dass wenn du halt von vornherein quasi so baust, dass du quasi so, also es wird immer so aufgestellt, egal. Ich dachte halt wirklich, ja. Ich hatte echt Angst, dass der mich irgendwann dann so aufstellt, dass der halt den Stuhl einfach, naja, die weiße Plattform, sag ich jetzt mal, nimmt. Mhm. Aber das tut er halt nicht. Nee, der hat einfach immer, ja, fand ich auch interessant. Vor allen Dingen, meins hat gar nichts mehr mit so einem Kasten zu tun. Moment, jetzt mal das. Ja, Peter hat einfach nur einen Strich genommen. Peter hat seine Stabameise gebaut. Und Formel-1-Wagen. Ja, oder nice. Weniger. Sieht cool aus. Achso, Moment. Also. Moment, die Abnahme wäre aufgebockt. Dann ist es genau 20 Felder auch. Aber es ändert sich doch nicht, wenn du es jetzt ab... Ja, doch, weil es jetzt geschrägt ist. Warte mal. Ah, okay. Ah, die Spitze ist so geschrägt. Okay. Ja, okay. Ja, jetzt so gut. Wie bei der Formel 1, wird mit allen Tricks bei der Abnahme gearbeitet. Ja, wirklich. Cool. 17, 18, 19, 20. Mein Gott, ja. Geil. 8, 9, 10. Passt. Mega gut. Passt und hat Luft. Und das Ding vorne bewegt sich. Das heißt, du hast den Fehler noch gefunden. Jetzt aus, sehr gut. Da die Monster, wenn sich die ausbauen bei Bram. Und ja, ich bin auch sehr gespannt. Habe auch ein bisschen Schiss vor. Vor allen Dingen, warte mal. Ach, wo ist denn, der sitzt in der Mitte. Bei Sepp, keine Ahnung. Ja, das Ahnung, kann ich. Auch in der Mitte. Bei Bram sowieso. Und bei Peter ein bisschen hinten. Na, warte mal, das ändert sich ja noch. Oh, Bram, sein Fahrzeug ist auseinandergefallen, kann das sein? Oben. Ach du Scheiße, ist das groß. Ja, okay. Holy shit. Okay, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Oh, Sepp klappt halt einfach die Seitenwände auf. Finde ich ganz witzig. Also bei Sepp finde ich ja ganz cool, der setzt sich echt zusammen. Ja, jeder hat 3 Leben. Ne? Gucken wir mal, was heute so passiert. Sehr gespannt bei Jay. Oh, Jay, lol, du kannst ja sogar noch. Das ist aber geil, wenn du die Turbinen drehst, dann wobbelt dein Dach ein bisschen. Ja, das fällt mir auch gerade aus. Scheiße. Stimmt. Okay, kommen wir mal zur ersten Runde, würde ich sagen. Sepp, alles gut? Ja, alles gut. Also,
Okay, das ist kein Dauerzustand. Ja, gut. Nee. Das wäre geil. 3, 2, 1, go! Ja, wer kann? Wer kann gut? Ich kann gar nichts, aber ich kann zu Bram. Komm, wir gehen mal zum Tower. Einfach, oh mein Gott. Zum Tower von London hier. Guck mal, er ist schon auf der Seite. Oh! Alles gut. Bram ist raus. Komm mal kurz raus, ja. Aufgebaut hat, hat er sich da rausgehauen. Warum hat sich rausgehauen? Bei Peter war sehr knapp, bei Sepp war auch sehr knapp. Bei mir war auch wirklich knapp noch. Ultra knapp, ja. Ah, Hilfe! Bei mir war ich zumindest noch drin, sonst hätte ich mich gemeldet. Ihr habt aber tatsächlich auch alle am Ende, nee, ich glaube Bram nicht, oder? Schubdüsen. Doch, habt ihr wohl. Alle noch Schubdüsen gebaut. Da hab ich viel zu krass eingestellt, dass ihr die nicht gedacht habt. Aber hey. Alter. Was bist du denn? Ja, wo ist der? Ich bin halt ultra light. Ich dachte, ja, du stehst drückt, ja nur auf Pauls Süd, ey. Ja, das bei mir ja, halt aber auch sieht sehr, das super sieht sehr kontrolliert aus. Ja. Ich finde, wir sollten so starten, eigentlich in Ausgangspositionen. Achso, ja, können wir auch machen. Können wir auch machen. Das kann ich nie. Warum denn? Ja, guck mal, das ist schon... Also achso, ja, weil Jay müsste sich ja hinstellen und dann... Doch, warte mal. Ich kann ja sonst nicht. Warte mal. Ja, theoretisch, also versuch mal, weil ich glaube, du stellst das Ding ja hin. Ja, dann muss mich wer jedes Mal befreien. Ja, das kann ich machen. Das ist ja, easy. Aber du kannst doch einsteigen. Oder? Ja, durch ein Loch steigt er ein. Ja, ich steig durch ein Loch ein. Ja, okay, aber wenn ich dann jetzt umfalle, dann stehe ich ja, also ich stehe ja nie angeschrägt. Also ich stehe auch nie angeschrägt. Steig einfach mal einen in deinen Sitz. Weil die Challenge war ja, also so startet Bram ja auch und das finde ich eigentlich richtiger, als man stellt sich schon komplett ausgefahren. Ja, egal, perfekt hin. Aber hey, sonst können wir so starten. Alles gut? Sehr gut, ja. Dann Runde 2. 3, 2, 1, go. Fuck, meine Kamera hat sich gedreht. Peter? Peter, das war ganz gefährlich. Bram liegt auch irgendwo rum. Da kommt Jay und verwandelt ihn. Dann lass ich mir das nicht nehmen. Ich brauche ein bisschen Platz, um mich aufzustellen. Ja, du stellst schon ein bisschen weiter rein. Ich stelle schon weiter rein. Oh Mann, ey. Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, jetzt belassen. Ja. Sepp immer mit seinen Vorschlägen, wa? Das ist auch mehr Grundidee. Das ist auch mehr von der Grundidee, die wir hatten. Ja, ja, Grundidee, Schmutidee. Jay jetzt. Warte mal, Leute, wo kann ich denn? Das ist halt super nervig, ey. So hinstellen? Ja. Meinetwegen auch, Mann. Du musst mich nur falsch befreien. Wobei, befreie mich ruhig nicht, das ist schon okay. Also, wenn du doch so stehst, ist das okay, oder nicht? Oder soll ich dich in die andere Richtung stellen? Nee, ist doch gut. Ja, Hauptsache nicht in die Richtung, wo ich nach draußen gucke. Das wäre geil. Wenn ich nicht dann erst drehen muss. Ihr müsstet, das ist auch cool für mich. Ja? Ob ich jetzt nee, Moment, oder? Du musst... Moment, aber da bin ich... Moment, genau, aber da fliege ich startest, schon direkt raus. Genau, du startest schon draußen, deswegen stelle ich dich mal so hin. Wieso hat jetzt der Schiri entschieden, dass der lieber Richtung mich guckt, als Richtung Sebastian? Ich finde das gut. Hab ich gar nicht gefragt. Also, ja, der hat gesagt, aber mit der ersten war der auch schon zufrieden. Peter, jetzt beschwer dich mal nicht, was den Schiri hier angeht, ja? Seine Autorität wird hier nicht untergraben. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben sowohl Peter als auch Bram ein Leben verloren. Das heißt, die haben noch 2 und Jonathan und Sepp haben noch 3. Runde 3 beginnt in 3, 2, 1, jetzt. Easy, wie sich alle aufgestellt haben. Ey, Bram, was machst du da? Ich weiß nicht, was Bram vorhat. Ohne Scheiß. Ah, cool, das geht wirklich. Dann kann er sich nicht bewegen. Oh Gott! Oh, Peter! Peter, was machst du denn? Peter ist mir abgeprallt. Rausgeflogen. Wie viel Power hast du bitte? Ja, so viel wie alle anderen, ich bin nur leicht. Oh. Ja. Ich müsste wieder aufgestellt werden. Sorry. Ich Jonathan ist echt hier wie so. Ey, Bram, jetzt ist Mama hier. Ja, was soll ich machen, wenn ihr die komische. Der ist halt echt ein Pflegefall schon. Ja, das ist die Regeln. Das ist ja eigentlich so gewollt gewesen. Genau, das war eigentlich von Anfang an so gewollt, dass man am Anfang so steht. Ja, das haben wir niemals besprochen. Nee, das direkt jedes Mal so startet den Kampf. Es ging nur um die Abnahme eigentlich. Das andere habt ihr euch schon. Ja, richtig. Aber nur eine dumme Regel, die überhaupt nichts ändert. Klar, die macht das lustiger. Peter ist deswegen gerade rausgeflogen. Hat schon was geändert. Correct. Peter ist gerade schon wieder rausgeflogen, also weil er einfach zu viel Power hat und während Bram sich da einfach hingelegt hat. Ich würde gucken, wie stark mein Unterdruck ist. Okay. Dein Unterdruck, hast du so richtig hart gesaugt, oder? Mit deinem Anpressdruck. So, das heißt, Jonathan hat noch 3, Sepp hat noch 3, Bram noch 2, Peter nur noch ein Leben. Und wir kommen zur Runde 4. 3, 2, 1, go!
aufstellen. Ja, aber das ist gar kein Anpressdruck, kein wenn da irgendwelche Problem. Komischen Sachen auf dem Boden und jetzt geht's drücken. Mal ab in die Mitte. Jay versucht's mal bei Sepp. Bram begibt sich dazu. Okay! Leichte Tänzelei und... Holy shit, oh, Alter. Das passiert gar nichts. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter, Bram, was tust du denn? Nein, okay, das, warum? Das ist RIP. Alter. Boah. Warum, Bram? Lass mal versuchen, mich auf 2 FPS zu bauen. Bram, ja. Okay, ich bin wieder frei. Oh mein Gott! Peter ist in Jay. Und jetzt wieder sind alle frei. Jay liegt nur auf dem Rücken. Oh, Sepp, Alter, der Tänzelung! Ich bin mir noch nicht sicher, auf wen ich gehen soll, ehrlich gesagt. Wie könnte ich die Frames da oben halten? Oh! Oh, Olé! Ja! Mit so einer kleinen Extra-Runde. Da bist du aber direkt raus, wenn du losgehst. Ja, oder? Ist scheiße, ne? Ja, das hätte ich auch gesagt. Warte, stell dich mal. Alter, was ist das denn für ein kleines, kompaktes Scheißding? Oh, warte! Ey. Warte mal, ich schaffe das selber. Nee, jetzt geht das nicht mehr. Jetzt kann ich nicht, wenn ich jetzt rumstehe. Fahr mal ein bisschen beiseite, sonst. Oh, egal. Hui, hui, hui. So, damit verliert auch Jonathan mal sein erstes Leben. Das heißt, Jonathan 2, Bram 2, Peter 1, Sepp noch alle 3. Nur mal kurz angemerkt haben. So, so. Kommen wir mal zur nächsten Runde. Alle stehen bereit. Dann 3, 2, 1. Weiter geht's. Ja, kein Problem für die Leute, hier sich wieder hinzustellen. Peter, was machst du Peter da? Ist ein nee, ist gut. Er hat einfach zu viel Power. Der muss ein bisschen beim Anfahren aufpassen. Während Bram hier Sepp schon mal raufgenommen hat. Nee. Ob Peter, keine Ahnung. Peter! Nee. Oh Gott, Bram! Alles. Einfach nee. Wie so eine Schnecke. Sieht schön aus. Wieder hingestellt. Ja, nein! Jay ist auf der Seite! Jay ist auf der Seite! Moment, warten wir doch mal! Was tut ihr denn? Jetzt hängt Sepp in Jay drin! Nee, ich bin außer. Doch, also doch, du bist rechts! Also ich bin jetzt noch frei! Jetzt seid ihr wieder frei! Oh, Jay! Oh, das ist schlecht! Oh mein Gott! Schlecht und da ist Jay rausgefallen! Oh, Bram hat ihn richtig aus dem Leben gebumst! Ja, wenn er sagt, kommt, Dennis, kommt, ne, dann sag ich das halt, okay. Da kenne ich ja nix, ne? Sehr gut. Schleich mich mal wieder zurück. Sieht ganz gut aus. Oh, warte mal. Ja. 600 Knöpfe, der Junge. Ja, so könnte ich starten. Oh, fuck. Oh, fast. Ja, so könnte ich starten. Oh, jetzt stand ich gerade richtig. Genau. So, oder ein bisschen weiter hinten. Irgendwelche Anweisungen? In eine andere Richtung? Mir ist das scheißegal. Okay, dann bleibst du da jetzt so stehen. Kann man anfangen, immer in die andere Richtung zu nehmen. Jetzt guckst du Richtung Sepp, gleich guckst du wieder Richtung Peter. So, ja, beschwert sich wieder. Das heißt, wenn ich das richtig habe, Jonathan ist auf 1 runter. Oh, das ist gut. Da sollten wir jetzt alle auf Jonathan gehen. Wir sollten alle auf Jonathan gehen. Sepp hat immer noch 3, Bram hat noch 2 und Peter auch nur noch 1. Hat auch 3, okay. Mal gucken. Ja, Jay hat noch 1. 3, 2, 1, nächste Runde. Go, go. Ja, aufstellen diesmal kein Problem. Peter auch vorsichtig am Gas. Jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Hast du gesehen, wie Sepp geflogen ist? Vorsichtig ja, am Gas. Hey. Jetzt wird er spazieren gefahren von Bram mit Jonathan und Peter. Nice. Nein, wieso war verliebt? Kann jetzt aber auch entscheidend drücken. Sepp schiebt sich da ja drauf. Nein. Oh, das ist nicht gut. Aus. Bram. Sepp, geh mal runter da. Lol. Was machst du da? Oh, ah, ja, da ist Sepp rausgeschoben. Nein, bin ich rausgeflogen. Oh, das war geil. Das war knapp, Jonathan. Peter mich rausgeballert. Das war es echt knapp, aber Peter hat die Chance genutzt und da einfach mal reingestochen. Belastend. Kontrollierte Schübe muss es bei mir geben. Ja, das habe ich gesehen, was da für ein kontrollierter Schub am Anfang kam. Kurze kontrollierte Feuerstöße. Fang mich doch! Hab dich! Verdammt! Nein, nicht umfallen! Voll auf Peter jetzt. Oh! Tja! Entschuldigung, Chris. Das ist natürlich doof. Da musst du wohl so starten. Kein Problem. Ja, guck mal. Kommt sogar hin. Mega nice. Ah, damit hat auch Sepp. Ja, wenn ich jetzt die 9 drücke, fliege ich glaube ich raus.
Meinst du, wenn du dich hinstellst, naja, kommst du mit den nicht knapp, die 9 drücken, Alter? Ich hab zwei Knöpfe. Aber nicht die 9, Alter. Ja, die 9 stellt mich nicht. Ja, guck mal, also solltest du jetzt rausfallen durchs Aufstellen, dann nehme ich das auf meine Kappe, dann starten wir neu. Ich glaube aber nicht, dass das passiert. Ja, was aber gerade passiert ist, dass Sebastian sein erstes Leben verloren hat. Dadurch Sebastian und Bram beide noch 2, Peter und Jay beide noch 1 Leben. Und wir kommen zur nächsten Runde. Gewinne, gewinne, gewinne. 3, 2, 1, go. Oma. Heck, mal easy. Ah, Jay sieht alles gut aus. Easy. Auch bei Peter. So, bei kontrollierte Bram Schübe. Und Sebastian sowieso. Peter ist kontrolliert rein. Taktik, Leute. Peter geht kontrolliert rein. Jay liegt schon wieder auf der Seite. Jay schrubbt einfach mit dem Gesicht über den Boden. Das ist auch ganz schön. Oh, ja, jetzt bin ich auch wieder da. Keiner ist raus. Nee. Keiner ist raus. Alles gut. Oh, Bram ist ein bisschen weit. Stimmt, Jay ist raus. Ich weiß auch nicht warum. Wie, ich bin raus. Nein. Ich hab gesagt, ich habe verstanden. Nicht Jay ist raus. Alter, warum werde ich denn immer so zurückgebumpt von Bram? Ja, weil du halt ein heftiger Klotz bist. Aber Bram geht jetzt was? Nicht zu schnell jetzt! Boah, das war knapp. Sebastian nicht da. Was ist das denn jetzt? Oder ist nicht gut. Bram beißt sich in Jay fest. Ich glaube, ich hänge in Jay fest, ja. Da, ach so, ja, der hat mich da in seiner Klappe gefangen. Ja. Und Sebastian klammert sich an die andere Seite von Bram. Das sieht ja jetzt interessant aus. Hey, oh. Jetzt bin ich frei. Jetzt ist, also Sepp und Peter sind frei. Hä? Jay und Bram mich. Sind noch vereinigt. Ja, ich bin nicht sicher, ob Sepp noch frei ist. Gerade sind die wieder aneinander gestoßen. Alter, ja. Wie, so, Alter Mann, wie so ein Oktopus. Ja. Warum? Oh, Bram hat Sepp weggeschmissen, das ist schon mal okay. Jetzt sind nur noch Sepp und, Jay und Bram sind noch ineinander. Ja, das ist doch gut für die... Ah, oh, was ist denn da jetzt passiert? Nee, für die, ja, also ich kann mein Dach halt nicht heben, das ist halt zusammengebackt. Alter, was ist Bram denn für eine fette Nice, jetzt kommen die, ist mir egal, Mut. Da, jetzt rein! Jetzt können nur gute Sachen passieren. Rein ins Glashaus. Bram fährt immer wieder bei mir weg. Sepp schiebt auch noch mit. Im Glashaus sind solche Steine schmeißen. Was denn jetzt? Nee, nee, seid alle in der Mitte gerade von der Arena. Alle. Irgendwann, keine Ahnung. YOLO! Jonathan und Bram. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr fliegt und es ist... Jay, der war zuerst am Boden. Allein! Das war aber ganz knapp. Keine Ahnung. Da seid ihr abgeprallt. YOLO hat geklappt. Das war richtig knapp. Wär dir früher auf die rechte Seite gefallen, wäre, glaube ich, Bram zuerst am Boden geschrobbelt, weil der auch auf den Hügel hoch ist. Juhu. Aber das hat Jonathan getroffen. Der hatte nur noch ein Leben. Das heißt, der ist raus. Okay. Ja, ich sag doch, Jonathan noch ein Leben. Weißt du, Moment. Bram hat da leichte Probleme. Ah, ist okay. Sehr ich weiß gut. Noch nicht, was ich gegen Bram tun Bram soll. Und Sebastian nur noch 2 Leben, Peter nur noch 1. Der muss noch ein bisschen aufpassen, aber mal gucken. 3, 2, 1. Go, go, go. Oh ne, Moment, das bekommt man nicht. Oh, Bram, ich muss mich schon aufstellen. Peter, das war unsere Chance, Mann. Ja, ich muss mich doch erst mal selber aufstellen, gut. Weil Peter dauert halt immer ein bisschen und du musst die Chance ja auch sehen. Alter, Bram, kontrollierte Schübe! Oh, Peter! Ja. Oh, das war aber knapp. Ach, jetzt gibt er mir hier noch einen mit, oder was? Mal bitte nicht so am Rand der Arena die ganze Zeit fahren, dankeschön. Oh, warte mal, irgendwas ist hier falsch. Oh, shit! Aber Sepp hat sich irgendwas gekauft. Oh, nein, wir sind ineinander. Ja, aber nein. Das ist egal. Sepp ist raus. Ich bin raus. Das ist so fair, aber wir machen das als Team. Scheiße, ey! Was ist los? Mit 3 Kandidaten sind die Frames auch angenehmer. Stimmt, jetzt wo Jay nicht dabei ist, gehen die Frames, ne? Ja, kommt immer drauf an, ob du einen beißt oder nicht. Dum. Okay. Wie viel hat Sepp jetzt noch ein Leben? Sebastian hat noch ein Leben, Peter hat noch ein Leben, Dennis hat noch 2. Und sitzt da in seiner Ecke. Stehen auch schon wieder alle bereit, außer bei Peter kann wir müssen jetzt auf Peter gehen. Ja, na, sorry. Wir müssen jetzt auf Petner gehen. Ja, wie gesagt, das war nur Vorgabe für den Start, aber wenn ihr euch da selber drauf geeinigt habt, kannst du natürlich gerne bei darauf haben wir uns ja jetzt geeinigt. Der Fairness halber. Härtner. Davon steht bei mir nichts im Regelbuch. Also wenn ihr anders Härtner. Gut, nächste Runde. 3, 2, 1, go. Shit, Kamera falsch. Was passiert hier? Bram macht Härtner.
Jeder, warte mal, von jeder einer Seite. Ja, wenn jeder von einer Seite schiebt, dann schiebt ihr doch. Also jeder, halt mich mal unten, Seite. Halt mich mal unten, ich hab zu viel Power. Jetzt schieben die da beide. Was bist du denn für ein Assi? Ja, nee, das war nicht geplant, Alter. Ja, jetzt komm, ey, jetzt mach ich Schauch, ey, Bruder. Oh, nee! Wobei wir haben gesagt, Stein ist nicht Boden. Und du okay, warst dann komm mal Boden. Zurück, jetzt bin ich sehr gespannt, wie du wieder in die Arena kommst. Arbeite dran, Moment. Ja, genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist drin. Er ist drin. So nämlich! Alter! Und hat schon Zelia mal Peter gebissen. Oh, nee, 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 Peter! Peter Takedown! Nee. Ja, ja. So, mein Freund. Da kam Sepp nochmal von hinten an. Uiuiuiui. Ah, herrlich, ey. Komm, Marc, ja, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich eine Runde, eine richtige Runde Halbfinale, denn alle haben nur ein Leben und geht darum, ins Finale einzuziehen. Hey, Peter. So. Ach, fuck. Peter. Vorne ein Türmchen. Ach, fuck, was ist denn jetzt passiert? Wieso ist der Motor direkt angewiesen? Also, ja. Hä? Der Scheiß-Motor ist immer automatisch an. Das heißt, du fährst aber auch automatisch rückwärts. Das ist ja, das ist nicht gut. Gut, dass das jetzt auffällt, sonst wärst du gleich wieder einfach rausgefahren und dann. Jetzt häng ich fest, Moment. So. Nice! Alle haben es geschafft. So, letzte Runde vom Finale. 3, 2, 1, go! Keine Probleme beim Ausklappen, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Bram sich denn schon wieder gehärtnert? Bram sich da schon wieder ein. Also nee, aber sobald der härtnert, will ich mitmachen. Geht jetzt auseinander. Oh Mann! Bram ist aber viel gefährlicher als Safcon. Boah, was macht Sepp da eigentlich gerade? Ich mach Igel. Das sieht mir sehr unkontrolliert. Nein! Ich mach den mir sehr unkontrolliert. Ich bin raus. Ich kann mich halt nicht richtig aufstellen, außer durch Schuhfüßen, ey. Come on! Hey, Pizza rum, ey. Oh Mann, ey. Rausgerollt. Das war schön. Kacke, ja, ich lieg einfach in der Mitte so bong. Härtnaht war sehr effektiv. Das heißt, wir kommen zum heutigen Finale zwischen Peter und Dennis. Ja, nice. Beide ja, haben nur noch ein Leben, das heißt, wir haben auch direkt einen Matchball, beziehungsweise ein Finale. Und die letzte Runde. Abraham ist da noch nicht ganz zufrieden. Was machst du denn da jetzt? Malst du da jetzt noch was an? Er macht den grün. So, so auf hier. Stimmt. Oh, oh scheiße, jetzt kriegst du. Und dann mach ich so. Bonk. Mein Humor. Dankeschön. Das ist schön. ja, letzte Runde. Geht um Gold. Ich grinse dich an. Okay, 3, 2, 1, go. Bram hat zu viel Härtner gemacht, ey. Peter braucht das schon. Härtner! Eigentlich relativ lange. Hat Bram aber nicht benutzt, bis Peter sich da bewegen kann. Ach, Mann! Da fällt Bram aber nicht mehr Peter hoch. Dafür ist er zu breit. Das ist ein schönes Tänzchen. Oh, Alter. Oh, da würde aber ordentlich Schuss. Ich hab das Gefühl, dass ich hier ganz schön unter Druck gesetzt werde. Ja. Peter! Oh! Na, Leute. Alter, da war knapp. Der ist noch drin. Alter, Peter. Okay, oh, jetzt hängt er fest am Turm. Oh, jetzt ist er da. Alter, es ist krepelig. Große Probleme bei Peter. Aber ja, das kann auch noch nicht so ganz verwandeln, muss man sagen. Oh, der spielt da ein bisschen mit seinem Essen. Ja, wie machst du das denn, Peter? Der Peter war real, ey. Peter, stell dich an den Rand. Du musst dich einfach nur an den Rand stellen. Ja, ja dann haut er mich weg. Ja, dann musst du schnell genug dich verpissen. Ja, sie, Alter, ich das ist einfach dir gesagt, Stimme aus dem Off. Ja, ich meine, das ist ja schon richtig, weil Jonas ja, ist ja auch leider richtig. Nicht so leicht. Oh Gott, jetzt habe ich ein Problem. Oh, jetzt. Peter! Oh, ja, das war perfekt! Das machst du jetzt nochmal genau dran. Oh. Jawohl! Ja, wie er dich bumst einfach jedes Mal. Warte mal, Bram. Peter! Ciao!
Jawohl, was? Also da drin war? Oh Mann. Da! Ja! Nee, Peter! Wer kommt jetzt Mann, der Boss war Peter berührt! Ja! Peter hat gewonnen! Als ob! Das ist jetzt nicht euer Scheiß, oh mein Gott! Peter steckt weißt du, wie so ein Messer, was du irgendwo rein donnerst, steckt er in der alten Arena drin. Und Bram ist da auch auf den Boden geklatscht. Oh mein Gott! Was? Erstmal den Kopfstoß nach der Aktion hier. Holy shit. Ja, GZ an Peter, der die heutige Folge von Profi dann für sich entscheiden konnte. Glückwunsch. Silber geht an du Bronze. Recht. Bronze an absolut Sebastian. Jay geht als Vierter heute vom Platz. Das war's mit der heutigen Folge der PeteSmeet Robot Fights. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, das war nice.